Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Legend of Zelda Breath of the Wild weiter und ich war mir jetzt eben gerade nicht sicher, ob ich tatsächlich den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Aber es scheint so, als ob ich ihn gedrückt hätte. Okay, so, ja, wir spielen dieses wunderbare Spiel weiter. Es ist für mich jetzt ein halber Tag vergangen oder ein bisschen mehr vielleicht noch oder hoppala, hoppala, hoppala. Ja, wie lustig. Ich wollte jetzt eigentlich nur rübergehen. Ich wollte jetzt eigentlich nur rübergehen und mir die antike Schraube oder was auch immer aus dem Dings da holen, weil ich mir so gedacht habe, naja, das wird auch nur ein weiterer inaktiver Wächter sein. Pustekuchen. Okay, dann möchte ich jetzt an der Stelle aber ganz kurz etwas ausprobieren. So richtig tolle und starke Waffen habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Das kommt noch mit dazu, aber egal. Ich möchte mal gucken, was, ja, ob mir das Wächterschild hier an der Stelle irgendetwas bringt. Ob ich damit die Lasergeschosse abwehren kann oder nicht. Mal gucken. Dein Wächterschild ist zerbrochen. Cool. Mensch, hat sich ja megamäßig gelohnt. Ich liebe es. Ich liebe mein Leben. Das wäre jetzt eigentlich fast ein Grund, um den Spielstand neu zu laden. Aber auch nur fast. Nee, ist in Ordnung. Ich musste es ausprobieren, also ich wusste es ja jetzt nicht besser. Ich hatte die vage Hoffnung, dass das Wächterschild vielleicht dafür sorgen würde, dass der Schuss abprallt und zum Wächter zurückgeschossen wird, aber ja gut, dann ist das halt nicht so und dann muss ich jetzt damit einfach mal leben. Ich werde mich mit ihm jetzt nicht anlegen können, das ist so ein bisschen das Problem, oder? Na gut. Eigentlich ist das jetzt auch nicht viel anders als... Moment. Eigentlich ist es auch nicht großartig anders als der Kampf in... Ja, genau. Als der Kampf... Ja, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen nachtötend. Ist auch nicht viel anders als der Kampf in dem Schrein. Problem ist nur, ja, ich habe hier nicht wirklich, ja, wann habe ich denn jetzt hier mal 2 Sekunden Zeit? Ja, nee, kannst vergessen. Ich habe doch gar nicht die Zeit. Au. Gut. Game over. Ich habe doch gar nicht die Zeit, mal näher ranzugehen und mal irgendwas Glorreiches draufzuschießen oder so. Wobei, na gut, ich könnte es mit Bombenpfeilen probieren. Ich glaube, die hatten wir damals noch nicht, als ich das erste Mal auf diese Wächter gestoßen bin. Da hatte ich das noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. So viel dann übrigens dazu, ich will meinen Spielstand nicht neu laden. Das ist jetzt, was soll ich sagen? Bestandteil der Umstände. Ich habe keine Bombenpfeile. Warum habe ich keine Bombenpfeile? Ja gut, wenn ich sowieso keine Bombenpfeile habe, dann ist auch egal. Dann ist mir das doch im Endeffekt auch egal. Ganz ehrlich. Dann gönne ich mir halt trotzdem nochmal eine wunderbare Röstschleichschnecke und dann schleiche ich mich von dannen und gehe einfach dort runter. Denn das war ja sowieso das, was ich eigentlich in Augenschein nehmen wollte. Ich wollte mir das Bito-Tal jetzt mal ein ganz klein bisschen angucken und einfach mal schauen, was hier unten so geht oder auch nicht geht. Weil irgendwie... Ich weiß nicht genau... Diese ganze Umgebung weckte im ersten Moment so ein ganz klein bisschen mein Interesse. Und ich habe so gehofft und gedacht, dass ich hier vielleicht irgendetwas halbwegs Interessantes finden würde. Was ist das hier? Warum ist hier unten einfach so eine Höhle? Mit einer gar seltsamen Blume. Ein Krog. Der deinen Namen trägt. So oder so ähnlich. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo er immer hingeht. Spiderlink. Das whatever a Spiderlink das. Okay. Darauf möchte ich jetzt eigentlich nicht verzichten. Ich muss jetzt nur tatsächlich ganz genau gucken. Wo der olle Krog sich die ganze Zeit hin verirrt. Kann nicht so schwer sein. So, upsie. Und upsie. Und? Nö? Ah,
Doch. Da oben ist er. Da oben ist er, da oben ist er. Das ist irgendwie schade, dass ich vor... Na, na. Ui, du hast mich entdeckt. Krogsamen. Tschüssi. Tschüssikowski. Ups. Ist irgendwie schade, dass ich vor den... Ich hatte schon wieder gehofft, dass hier eine wunderbare Höhle ist oder so, aber das ist keine wunderbare Höhle. Hier komme ich nur zur Kichele-Ebene. Ja, ob ich da jetzt weitergehen möchte. Nö, nö, nö. Weiter zurück möchte ich eigentlich nicht. Ist schade, dass ich vor den Wächtern Reißaus nehmen muss. Oh. Vor den Wächtern noch Reißaus nehmen muss. Und ist es deswegen hier so karg? Weil der olle Hinox hier unten haust? Eventuell. Oh, und ein oller Wasserbüffel treibt sich mal wieder hier rum. Immer wieder diese wunderbaren Wasserbüffel, die so absolut gar keine Angst vor dem haben, was, aber, naja, ist egal. Gut, passt schon. Dann scheint es so. Dann scheint es so. Wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich werfen. Werfen wäre so korrekt gewesen. Und wusch! Cool. Gut. Naja. Hätte ich auch irgendwie mit rechnen können, ne? Hallo. Ich mag dich nicht. Das hast du jetzt offenkundig auch gemerkt. Okay, ja. Vor Wächtern muss ich Geist ausnehmen. Und vor den ollen Löwen-Zentaurenviechern. Den Leunen war so ihr Name. Ich glaube, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, das macht die ganze Sache leider. Ich meine, das ist okay, weil, ja, 25 Stunden im Spiel drin. Bei weitem noch nicht beste Ausrüstung und so. Es wäre ja auch langweilig, wenn ich mich quasi gesehen, wow, wirklich schon mit allem hier in Hyrule anlegen könnte. Das wäre dann auch wirklich kein gutes Balancing. Und dann würde ich mir natürlich auch schon, naja, dann würde ich mich auch schon ein bisschen fragen, wie soll das denn jetzt nur in Zukunft weitergehen, wenn ich sowieso schon gegen alles und jeden bestehen kann? Das wäre einfach auf Dauer ein bisschen langweilig, ne? Deswegen ist das schon vollkommen in Ordnung, so wie es jetzt momentan ist. Ich meine, ich kann mich ja trotzdem mit vielem anlegen. Mit ein bisschen Beharrlichkeit. Wenn ich auch ein bisschen geschickter agieren würde, vielleicht würde es mir ja sogar gelingen, mich mit dem Wächter anzulegen. Vielleicht, ja, könnte ich auf Dauer dann ein Rezept gegen ihn entwickeln. Aber ja, ich muss mich ja nicht mit allem jetzt so wirklich, also so umfassend befassen, denke ich mir. So, nö. Also, geht halt so. Ritter Hellebarde. Habe ich ja wirklich schon alles, was er jetzt hier hat fallen lassen. Düps, düdüps. Der Ritterbogen. Der soll noch ganz gut sein. Ja, wenn das so ist, dann ist das so. Dann werfe ich doch den normalen Exalbogen einfach mal weg. Und rüste mich jetzt mit was aus? Nö. Jetzt kommt der Soldatenbogen erstmal dran. Kann man so stehen lassen. Okay. Das war jetzt aber nicht alles hier unten, oder? Ich glaube ja nicht. Deswegen würde ich... Ach, das ist auch ein wunderschönes Panorama. Wunderbares Postkartenmotiv, fast schon. Irgendwelche Grillen und dergleichen, die hier ein bisschen herumzirpen. Vielleicht auch irgendetwas, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wobei wir sind eigentlich immer noch in einem relativ bekannten Gebiet, also wäre es vermutlich ein wenig seltsam, wenn hier Wesen umherwanken würden, mit denen ich mich schon eingehender beschäftigt habe, sprich, die ich auch schon fotografiert habe tatsächlich. So, okay, hier wollte ich hingehen und gucken, weil ich die Hoffnung hatte, dass das hier verhältnismäßig interessant wäre. Das ist ein Sumpf. Ein ekelhafter, übelriechender Sumpf. Ha. Aber hier gibt es doch bestimmt... Können wir mir nicht erzählen. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas.
Nimm doch mal deinen Soldaten. Zwei Hände in die Hand. Warm fällt. Okay. Jo. Und dann stolzieren wir mal. Ups, oder? Frohen Mutes hier herüber. Ohne in die Plörre zu fallen. Wäre zumindest ganz schön. So. Irgendwas, was ich hochnehmen kann? Nö. Runter. Eher nicht. Zumindest, wenn es nach mir ginge. Aber irgendwas hört man hier. Da sind jede Menge Dingsters. Der Büffel dort oben lebt doch wieder sehr gefährlich. Ah. Ja, hier ist wieder ein Krog. Natürlich ist hier wieder ein Krog. Ich frag mich jetzt nur, wie ich am adäquatesten und gescheitesten dort rüberkomme. Soll ich das abschießen? Ups. Ups. Nö, soll ich nicht abschießen. Schwein gehabt. Was ist denn du? Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört, deswegen. Holzpfeil, Holzpfeil. Rüstling. Wie wär's denn mit Krogfächer? Nicht? Doch? Ah! Ach so! Wie jetzt? Wo jetzt? Was jetzt? Ich bin verwirrt. Ich bin massiv verwirrt. Hä? Warum? Warum? Puff. Okay. Puff. Und dann dort. Oben. Puff. Und dann hier Puff. Aha. Okay, gut. Ui, du hast mich entdeckt. Krog sammeln. Tschüssi. Ich hatte schon 28 von den Dingern. Okay, das hing jetzt aber auch wirklich... Ja, das wird mit dem... Mit dem Windrad hier zusammenhängen. Schön. Sehr, sehr schön. Oder auch nicht. Denn wie soll ich jetzt... Okay, ich nehme an, dass ich hier einfach hochklettern kann. Irgendwie kann ich hier hochklettern. Ja, das wird schon. Das wird schon passen. Hier kann ich doch bestimmt auch ein bisschen stehen und so. Ja, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß nicht genau, ob ich mir die ganzen Dings das da zu Gemüte führen möchte oder nicht. Ich meine, ich könnte es mir theoretisch angucken. In der Hoffnung, dass ich dann noch ein, zwei gescheite Sachen hier für mich herausziehen kann. Ups. Ups. Bernstein, Feuerstein, Saphir, Bernstein. Ja, komm, das... Das lohnt sich ja wenigstens ein bisschen. Deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn ich hier ein bisschen plündern tue. Ein ganz klein bisschen plündern zumindest. Uiuiuiuiuiui. War jetzt hier aber... Das wäre ihr Steinsalz gewesen. Plups. Schön. Da springe ich jetzt sicherlich nicht hinterher. War das jetzt alles hier in der Sackgasse allerdings mit dem Krog? Oder hätte man jetzt hier theoretisch noch ein bisschen mehr herausholen können? Feuerstein. Habe ich wieder irgendwas fallen lassen? Bin mir nicht ganz sicher. Sah fast so aus, aber habe jetzt zum Schluss dann doch nichts erkennen können. Feuerstein, nimm es. Danke. Bevor es alles runterfällt. Das wäre doch irgendwie wenig schön. Du hast hier wirklich... Ihr sucht euch immer die seltsamsten Ortschaften aus, um irgendwo aufzutauchen. Ihr ollen kleinen Wasserbüffel. Vor allem Wasserbüffel. Bei den Widdern kann ich es vielleicht noch einigermaßen verstehen. Ja, aber doch nicht bei Wasserbüffeln. Ich meine, was... Aber ist egal. Was soll schon dabei herauskommen? Dupdi-dup. Die werden schon wissen, was sie tun. Die ollen Viecher werden schon wissen, was sie tun. So. Okay. Dann, oh. Dann setzen wir unseren Weg hier todesmutig fort und werden früher oder später die Spitze des Zwillingsberges jetzt tatsächlich erreichen. Jeha! Es hat nur ungefähr 200 Parts gedauert, um tatsächlich hierher zu kommen. Oh, was haben wir denn hier? Ein kleines, unscheinbares Wäldchen. Lässt sich denn hier noch irgendetwas Interessantes finden?
Neben zahlreichen Widdern und... Halt, Moment. Was ist das da? Das sieht sehr interessant aus. Das ist doch irgendwas. Warum sieht das so komisch aus? Ah! Ui, du hast mich entdeckt. Ich wusste es doch. Tschüssi. Tschüssi, kleiner Krok. Schön. Ich war mir nicht sicher, ob kaputt machen wirklich... Oder im Zweifelsfall immer kaputt machen. Wir lernen und merken es, ja. Das ist die... unumstößlich beste Methode, um hier in Hyrule... irgendwelche Sachen zu bekommen. Einfach alles kaputt machen. Und... irgendwelche seltsamen Wesen werden dir schon eine Belohnung dafür geben. Ist schon in Ordnung. Gut. Ja, ich wollte gerade sagen, Moment. Kaum wurde der Himmel ein bisschen dunkler, wanderte mein Blick hinunter zur Wetteranzeige und da habe ich schon die Regentropfen gesehen, was wenig schön war. Okay, jetzt laufe ich dem Regen offenkundig ein bisschen davon. Und wenn ich mich ganz doll beeile, dann schaffe ich vielleicht auch noch den gepflegten Aufstieg hier auf den Zwillingsberg. Wäre das nicht unter Umständen total toll? Unter Umständen wäre das total toll. Hä, gib dir ein bisschen Mühe. Oh, du kleiner Linkilein. Bevor es hier zu glitschig und flutschig wird. Glitschig und flutschig. Das wollen wir ja mal so überhaupt gar nicht haben. Wenn ich mir die Felsen da so angucke, ne? Irgendwie... sieht das nur für mich ein bisschen komisch aus oder wirkt das generell ein bisschen komisch? So, wir sind hier fast, na gut, ein bisschen ist es noch, ne? Um hier auf die Spitze tatsächlich zu kommen. Ah, das sieht irgendwie... es sieht sogar bei schlechtem Wetter hier total hübsch aus. So, Moment. Ich möchte kurz investigieren. Du bist nichts. Hier ist ein Schrein in der Nähe. Du bist etwas. Hallo, mein kleiner, süßer Freund. Was? Ivarok. Ivarok, der Jüngere? Okay. Ja, gut, das Prozedere kennen wir ja. Au. Schön reingelaufen. Du bist sehr klug, Hering. Unfassbar klug. Ja. Alles in Ordnung. Der Jüngere. Der Jüngere bedeutet doch zwangsläufig für mich... Scheiße, nicht ernsthaft. Oh, wegen dem Regen. Jetzt komme ich da nicht hoch. Oh, okay, es wird ja nicht die ganze Zeit so wie aus Eimern kübeln. Wie aus... es wird nicht die ganze Zeit so sein. Du. Da muss ich die Zeit jetzt halt so ein bisschen rumkriegen. Sollte ja im Bereich des Möglichen liegen. Ich habe übrigens erstaunlich viele... Oh Gott, verdammt. Ich habe erstaunlich viele Pfeile verloren. Mittlerweile wieder, was mich ein bisschen unglücklich stimmt. Dabei hatte ich mir doch erst so viele gekauft bei dem ollen Terry-Händler. Es ist schon wieder, als ob das eine Ewigkeit her wäre. Ach Gott, ey. Mann, nicht dein Ernst. Ivarok der Jüngere. Ist es dann vielleicht auch... Na gut, wir werden sehen, was tatsächlich dabei rauskommt, wenn ich ihn besiege. Ob dann auch so eine Kugel fallen gelassen wird oder... Weil das könnte auch schon wieder im Zusammenhang natürlich mit irgendeinem Schrein stehen. Wenn ich Ivarok den Jüngeren, den Mittleren und den Älteren bezwungen habe, eventuell lässt sich dann so nämlich wieder ein weiterer Schrein öffnen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Man weiß es nicht genau. Ja, knack, 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 knack. Boinki. Und Steinfeld. Versuchen es nochmal. Oh ja. Dass das jetzt funktioniert hat. Boink. Okay. Soldaten 200 zerbrochen. Ja gut, dann gehen wir jetzt. Mal zum Ritterschwert über, würde ich sagen. Oh, da war ich ein bisschen nah dran an ihm. Ein bisschen. Gut. Alles aber noch im Bereich des Machbaren. Gut, und jetzt wird das Wetter wenigstens auch schöner.
dass das im Zusammenhang mit einem Endgegnerkampf mal wichtig werden würde. Das Wetter schöner wird. Aber okay. So, fall runter. Ja, auf die Knie. Hopsala. Ja, wir sind offen. Okay. Ich klettere dir am Popo hoch. Hopsala. Ja. Nicht zu viel hin und her wackeln. Wäre furchtbar nett. Und so weiter und so fort. Jeha! Vernichtend! Geschlagen. Wow, so, Bernstein, 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 Rhodonit, Bernstein, 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 Rhodonit, Bernstein. Jaha, so, Lucky noch irgendwas? Ah, Holzfeuer. Cool. Was anderes hätte jetzt aber nicht fallen gelassen, ne? Es wirkte jetzt zumindest nicht so. Okay. Wenn er jetzt der Jüngere war, wo sind seine Brüder? Sind die hier zufälligerweise irgendwo in der Nähe? Kann ich sie von hier aus sehen? Sollte man hier so lang gehen? Wäre jetzt nicht so unbedingt meine Richtung. Gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Da hinten sehen wir die interessante Brücke, die ich vor ewigen Zeiten mal gesehen habe. Ach ja. Ach ja. Das ist wieder alles so schön. Okay. Ich würde mal vorschlagen. Oh, ein Regenbogen. Ah, wie schön. Ich würde mal vorschlagen, dass wir Richtung Schreingepiepse gehen. Das bedeutet hier so hoch. Und dann mal gucken, ob wir noch einem Ivarok über den Weg laufen oder nicht. Es könnte nämlich auch sein, ja, das ist auch gerade deswegen der Jüngere ist. Weil er sich noch relativ weit unten eben niedergelassen hat. Und dass die Obermotze, seine großen Brüder quasi, dass die eben direkt auf dem Berg hausen. Könnte dies unter Umständen der Wahrheit entsprechen? Vielleicht ist dies ja so. So. Was ist das hier für ein Pfad? Weiß man nicht so genau. Sieht jetzt relativ unspektakulär aus und zumindest fällt mir auch nichts Bösartiges direkt auf den Kopf. Das wäre natürlich auch mal was. So ein richtig aktiver Ivarok, der hier behende wie eine Gazelle durch die Gegend laufend würde und sich dann einfach mal von der Spitze des Berges runterfallen lässt. Ah! Schau mal einer, guck. So, und hier unten... Ja, das ist nämlich der Pfad, den wir vor 30 Parts oder so mal entlang gegangen waren. Das ist halt die Schlucht zwischen den Zwillingsbergen. Schön, schön, schön. Okay. Wie komme ich jetzt gescheit zu dem Schrein hin? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde erst einmal hier nach oben wollen, um mich dann von dieser Erhöhung auf die andere Seite tragen zu lassen. Ah, der glitzert nämlich auch irgendwas Interessantes vor sich hin. Außerdem habe ich die vage Hoffnung, dass ich von hier oben aus wieder noch ein bisschen mehr sehe. Und ich hatte die vage Hoffnung, dass hier oben vielleicht irgendwas ist, aber es scheint nicht so zu sein. Okay. Na gut, muss auch nicht. Aber das da sieht auch... Oh, es scheint auch... Ja, es scheint auch kälter zu werden hier oben. Okay. Na gut, ist aber nicht schlimm. Wir haben ja Kältetränke noch und nöcher. Das heißt, es sollte uns auch möglich sein, dort oben zu bestehen. Und vielleicht... Ich meine, wenn ich jetzt hier so entlang gehe... Da oben ist doch noch ein Schrein, oder? Ich würde nämlich schon davon ausgehen, dass der Radar mir jetzt eben gerade nämlich das da anzeigt, die Spitze, und nicht den Schrein dort. Ich glaube ja schon. Okay, spannende Frage... Wie und wo kann ich da jetzt am besten hochklettern? Eigentlich müsste ich ja zwangsläufig eher dorthin so springen. Und dann hoffen, dass ich es mit meinen Ausdauertränken irgendwie dort hochschaffe. Weil das alles jetzt nicht so super oberoptimal ist. Aber ich hoffe jetzt einfach mal auf mich, meine wunderbaren Tränke... Und auf Links Kletterskills, die mich ja des Öfteren nicht im Stich gelassen haben. Okay, Hilfe.
Ich möchte gern etwas zu mir nehmen, wie zum Beispiel eine wunderbare Ausdauermedizin. Danke nochmal an den Terry-Händler für diese wunderbare Medizin. Dieses wunderbare Kleinod. Diese Vögel, sind das normale Möwen? Die hatte ich doch bestimmt schon mal fotografiert, oder? Ich würde es trotzdem gleich nochmal ausprobieren wollen. Genauso eigentlich, wie ich es bei den Sportlingen gerne ausprobiert hätte. Ich hätte auch wetten können. Also eigentlich, das sah auch ganz gut aus zum Stehen tatsächlich. Ist es zu kalt? Es ist zu kalt für ihn. Oh mein Gott. Link, du sollst nicht frieren. Keine Sorge. Nehme doch ein bisschen das scharfe Kochobst zu dir. Nam, yam. Kälteschutz für 3 Minuten. Ach so, zum Notfall, ja, stimmt. Ich hätte ja auch das Winterwams eigentlich. Ich erinnere mich. Hatte ja vor geraumer Zeit mal für teures Geld gekauft. Und ja, hier oben befindet sich tatsächlich noch ein wunderbarer Schrein. Ja, ist gut. Oller kleiner Widder. Ich möchte dir nichts tun. Dass sie mir das aber auch nie glauben wollen. Dass ich ihnen nichts tun möchte. Ich bin doch ein Fan von Mutter Natur. So. Oller Bockbogen. Olle Bockblindknochen. Vögel. Warum sind die jetzt auch immer so weit oben? Ich hätte eher gedacht, dass sie noch ein bisschen weiter unten zu finden wären. Sah zumindest so aus. So, was ist das hier? Ah, wieder eine Opferstätte. Natürlich. Wieder mit wunderbaren Äpfeln. Zum Glück. Was mache ich eigentlich, wenn die mal irgendwas Exotischeres haben wollen? Wäre nicht so optimal, oder? Ui. Ui, du hast mich entdeckt. Ja, habe ich in der Tat. 30 Krocksamen. Haha, ich habe das Spiel fast durch. So oder so ähnlich. Das ist eine schöne Aussicht hier. Okay, was sehen wir denn hier? Ja, wir sehen, dass dort zum Beispiel noch ein Schrein ist und dass dort noch ein Schrein ist. Ja. Und wo sind diese Schreine jetzt tatsächlich? Wo habe ich diese Markierungen jetzt hingesetzt? Ah, irgendwo hier so. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Hier oben geht's ja irgendwo Richtung Schloss Hyrule. Hatten wir ja sogar von der Brücke aus gesehen. Die hier war. Genau. Die Brücke. Ich erinnere mich. Dup-di-dup. Na gut, alles klar. Aber interessiert uns jetzt nicht unmittelbar. Stattdessen möchten wir mal schauen, was hier im Schiebe-Niro-Schrein so geht. So zumindest der Plan. Ui! Armer Kerl. Na gut. Du setzt dich irgendwo dort unten jetzt zusammen. Kannst du gerne tun. Und wir schauen nochmal ganz kurz, ob ich das hier alles so habe. Nee, den Reiseschild zum Beispiel habe ich noch nicht. Schau mal einer, guck! Wäre ich aber fast von ausgegangen, dass ich den schon habe. Na gut, ist egal. So. Sesam, öffne dich. Zeige mir, was sich in deinem Inneren verbirgt. Didum. Kälteschutz wirkt auch nur für 1 Minute, aber zum Erkunden des Ollenberges sollte es gerade mal noch so reichen. Gerade so aber noch. Okay. Bappidabidabidab. 5651 Rubine übrigens. War mir jetzt gar nicht so bewusst, aber anscheinend bin ich reich. So, was wird denn hier von mir verlangt? Okay. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Schiebe Niro. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Doppelte Erinnerung. Aha. 2 Schreine sind einander verbunden. Des einen Lösung ward im anderen gefunden. Doch vor Beginn prägt dir alles gut ein, sonst verlässt ratlos du den Schrein. Bin verwirrt. Präge dir alles gut ein? Oh, oh. Oh, 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 oh.
Mutmaßung würde jetzt natürlich erstmal so weit gehen, dass ich hoffentlich direkt in dem anderen Schrein, den ich hier oben auf den Zwillingsbergen finde, dass es da quasi gesehen mit der Lösung dann direkt weitergeht. Aber nun gut. So. Ja, nee, nicht pfeifen. Also. Okay. In jeder Reihe ist genau eine blaue, also ist genau eine Kugel gesetzt. So, okay, wir haben, gut, dann muss ich mir doch einfach nur merken, 3, 1. 3, 1, 4, 2, 5. Also halt immer von oben gezählt, wisst ihr? Hier ist halt die dritte Position in dieser Spalte, hier ist die erste Position, hier ist die vierte Position, die zweite Position und die fünfte Position. Also 3, 1, 4, 2, 5. Ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt nutzt, offen gesagt. Weil dafür muss ich unter Umständen erstmal den anderen Schrein sehen. Ui, kann ich cheaten? Nein, leider nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Ja. Oder beziehungsweise kann ich das Ganze... Oh. Naja. Also... Okay. Ich kann die Glücksmurmeln halt herausnehmen. Das kann jetzt vieles bedeuten. Das kann jetzt nämlich auch bedeuten... Ja gut. Es wird wohl darauf hinauslaufen, ne? Dass ich die Murmeln eigentlich... woanders reinpacken muss. Okay. Ich will mir erstmal den anderen Schrein angucken, bevor ich dann hier weitermache. Oh, und ich merke gerade, dass uns die Zeit schon wieder davonläuft. Ich meine, ich könnte das Ganze jetzt Trial and Error mäßig hier natürlich auch irgendwie machen. Aber das wäre vermutlich ein bisschen wenig zielführend. Hoppsala. Da geht mir schon wieder meine Waffe ein bisschen flöten. Ein bisschen flöten, ein bisschen flöten, ein bisschen flöten. Und Link bibbert und friert. Das muss natürlich nicht so sein. Ja, es hilft nichts. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier oben herumkraxeln. Deswegen kannst du dir ruhig ein kleines scharfes Omelett gönnen und dann wieder für 7 Minuten geschützt sein. So, ich versuche mir das, was ich jetzt in diesem Tempel gelernt habe oder was ich jetzt gesehen habe, ich versuche mir das zu merken. Wir gehen jetzt erstmal in den anderen Schrein rein. Hoffen, dass der auch tatsächlich mit dem Schrein hier verbunden ist. Wenn nicht, dann habe ich sowieso die Arschkarte, weil dann, keine Ahnung. Es kann natürlich auch sein, dass der andere Schrein, der mit diesem Schrein hier verbunden ist, irgendwo ganz woanders rumsteht. Was allerdings ein bisschen fies wäre. Aber nun gut. Okay, wir werden sehen, was sich jetzt im Folgenden ergibt. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein und ich sage jetzt erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.